Ja, herzlich willkommen. Das ist scheinbar ein sehr nerdiges Thema, selbst für die Gulasch-Programmiernacht. Und zwar geht es jetzt um OSPARC, die Open Source Podcast Audio Chain. Und wenn ich mal kurz ins Auditorium fragen darf, wer hat denn schon mal was mit Podcasts gemacht? Und wer überlegt sich, vielleicht mal einen Podcast zu starten? Oh, okay, gut, dann habe ich auch dazu was zu sagen. Das ist jetzt natürlich ein sehr spezielles Tool, das halt einen Teil, den man in der Erstellung eines Podcasts brauchen kann, abdeckt. Und allgemein braucht man auch noch viel mehr dazu. Und rein mit Technik kann man keinen Podcast machen. Aber ganz grundsätzlich, wenn ihr euch überlegt, einen Podcast zu machen, so reicht euch eigentlich erstmal eine richtig gute Idee. Was wollt ihr der Öffentlichkeit mitteilen? Was wollt ihr sagen, wenn ihr zum Sender werdet? Das Wichtigste ist die Idee. Wenn ihr dann aufzeichnen wollt, dann könnt ihr das schon allein mit dem Smartphone machen. Wenn ihr aber dabei ein bisschen bessere Qualität haben wollt und auch weniger Arbeit, dafür gibt es ausgezeichnete Tools und Communities. Ganz da kann man entweder mit dem Smartphone oder mit einem externen Digitalrekorder aufnehmen oder man benutzt direkt Ultraschall zur Veröffentlichung Podlove, verbessert den Klang mit Auphonic oder stellt Fragen im Sendegate. Also wollt ihr Podcast machen, schaut ins Sendegate. Dort findet ihr wirklich zu allen Themen etwas und könnt auch alle Fragen stellen. Ganz wichtig, wenn ihr euch überlegt, mal mit einem Podcast zu starten, ist das wundervolle Projekt der Podcast-Patinnen, wo auch gute Freunde mitmachen. Die haben sich zum Ziel gesetzt, ganz besonders am Anfang zu helfen. Wie starte ich den Podcast? Worauf muss ich achten? Wie können die verschiedenen Tools miteinander benutzt werden? Wie verbessere ich meine Gesprächsführung? Alles das, ja, kann man dort beantwortet bekommen. Und hier zum Beispiel der Martin macht den Staatsbürgerkunde-Podcast, die Melanie Zeit für Wissenschaft. Und die haben wirklich Erfahrung und möchten nicht nur Neulingen helfen, sozusagen in diese Podcast-Szene hineinzukommen, auch zum eigenen Podcast helfen, sondern schauen sich auch immer um nach Leuten, die schon Podcast erfahren sind und eventuell anderen unter die Arme greifen können. Ich selbst habe einen Podcast, den mache ich zusammen mit meiner Kollegin Gudrun Theter. Und zwar machen wir den Modellansatz-Podcast. Das ist ein Podcast über Mathematik, über Modelle und die Anwendung. Und da sprechen wir mit Studierenden, mit Absolventen, aber auch mit Forschern und Lehrenden und werden dabei glücklicherweise ganz tatkräftig von der Fakultät für Mathematik am KIT unterstützt. Also ist ein Karlsruhe-Podcast. Und als wir den Podcast gestartet haben, waren wir schon in tollen Räumlichkeiten mit wunderbar klaren Linien, mit sehr schön glatten Wänden. Und jeder, der versucht, mal einen Podcast aufzunehmen, überhaupt etwas mit Audio zu machen und um einen herum sind glatte Wände, dann bedeutet das Problem. Das bedeutet nämlich, dass das, was man sagt, mehrfach ins Mikro kommt. Selbst wenn man so schöne Headsets benutzt, der Schall kommt von überall her und man hat einfach ein unglaublich schlechtes Signal, besonders wenn man zu zweit, wenn man jemand anderen spricht und nicht nur alleine spricht, dann gibt es immer den Effekt des Übersprechens. Das heißt, was die erste Person sagt, wird durchs zweite Mikro aufgenommen, aber noch nicht mal direkt, also auf jeden Fall zeitverzögert, hört sich an wie ein bisschen Hall, aber über 100 verschiedene Wege. Und das hört sich einfach richtig schlecht an. Ja, im letzten Jahr ist die Fakultät in ein neues Gebäude gezogen, ins renovierte Fakultätsgebäude, sogar preisgekrönt, hat leider noch mehr glatte Wände. Das Problem hat sich für uns nicht verbessert, sondern ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer geworden. Und auch wenn ich versuche, manchmal so in Räumen aufzunehmen, die ein bisschen, Stoff an den Wänden haben, das ist ein riesiger Vorteil, der schluckt nämlich den Schall. Im Gebäude selbst, wenn man dort mit den Kolleginnen oder Kollegen spricht oder mit Absolventinnen und Absolventen, dann haben wir immer das Problem. Ja, was haben wir da gemacht? Na, wir haben uns eine Audio-Chain gebaut. Diese Audio-Chain ist so, wie man es halt macht, wenn man erstmal etwas sich zusammensteckt, um erstmal eine Lösung dafür zu kriegen. Ich habe ein Makefile aufgesetzt, habe mittels Bash mir alle möglichen Konstrukte und natürlich mit SOX, dem Swiss Army Knife of Audio Processing, eine Pipeline gestrickt,
die schon mal so ein bisschen besseres Signal rausbekommen hat aus den Aufnahmen. Es hat sich aber herausgestellt, auf jeden Fall braucht man auch einen Leveler. Das macht SOX nicht so gut, aber ganz klar ein Crossgate. Was ist ein Crossgate? Ein Crossgate regelt immer die andere Seite herunter, die gerade nichts sagt. Und das hilft, um Übersprechen zu verhindern. Denn wenn jemand nichts sagt, kann das Mikro abgeschaltet werden, der Hall kommt nicht an. Das System muss nur lernen, ab wann es annimmt, dass tatsächlich dort ein Signal vorhanden ist. Dann bekamen wir eine Anfrage aus der Studierendenschaft und es hieß, ja, ihr macht ja so einen schönen Podcast, können wir nicht auch sowas machen, auch zu diesen Themen? Und wir haben da auch eine ganz tolle Idee für ein neues Konzept und da würden wir gerne eure Pipeline benutzen und nicht sozusagen auf eine andere externe Software zurückgehen. Also jeder, der halt wirklich hochqualitativ das machen will, mit weniger Ecken und Kanten, dem sei Auphonic empfohlen. Fantastisch, das System. Nur war da halt die Frage, nee, das sollte bitte auch möglichst so sein, wie wir das machen. Ja, und da hatte ich ein Problem. Ich habe es zusammengehackt. Das war jetzt nicht wirklich in einem guten Zustand, dass ich also nicht ruhigen Gewissens das rausgeben konnte. Und dann ist die Entscheidung gefallen, alles dies Wissen mal in eine Software zu stecken. Und diese Software ist die Open Source Podcast Audio Chain, OSPAC, die ja verschiedene Features hat. Man kann damit Mehrkanal-Podcast abmischen, man kann Intros und Outros davor und dahinter hängen. Es gibt einen adaptiven Audio-Leveler, das heißt, Leute, die vielleicht unterschiedlich laut sprechen, werden auf eine Lautstärke gebracht. Es hat Filter gegen Übersprechen, wie zum Beispiel das Crossgate. Man kann damit mit Mono, Stereo oder Mehrkanal aufnehmen. Es hat auch so ein bisschen speziellere Sachen, darauf komme ich später noch, wie zum Beispiel, dass man lange Pausen aus dem Gespräch herauskürzen kann. Kann MP3, OGG, Wave-Files, Bilder erzeugen und ist auch komplett, das war für mich wichtig, durch die Command-Line-Version automatisierbar im Makefile. Aber ja, da ich gefragt wurde, auch mal dafür vorzutragen, auf der Subscribe-Konferenz, habe ich auch eine GUI dafür gemacht, weil viele jetzt nicht unbedingt mit so einem Kommandozeilen-Utility so gut zurechtkommen. Damit es aber offen ist für die Integration in verschiedene Projekte und ihr daraus machen könnt, was ihr wollt, habe ich es unter die MIT Open Source License gestellt. Das heißt, einfach sagen, woher es kommt und ihr könnt damit Geld machen, wenn ihr das wollt, oder es einfach in andere Open Source Projekte mit einnehmen. Das ganze Projekt ist recht jung, also dieses Übertragen in ein Projekt in OSPAC, das habe ich im Februar gestartet. Im März habe ich es dann auf GitHub gestellt und dem Sendegate, wie vorhin schon erwähnt, der Community bekannt gegeben. Im April habe ich dann die GUI für OS X, Linux und Windows geschrieben und im Mai die 1.0 released und auf der Subscribe 7 der Podcaster-Konferenz in Berlin, also zuletzt in Berlin, die nächste ist in München und jetzt hier auf der GPN vorgestellt. Ja, oder stell sie jetzt gerade vor. Das heißt, es hat noch Ecken und Kanten, aber vielleicht ist es für einige von euch etwas, was ihr nutzen wollt oder mal hineinschauen wollt. Es ist ein Bindeglied zwischen der Aufnahme und dem Schnitt bis zur Publikation. Der Schwerpunkt liegt darauf, dass man robust damit aufzeichnen kann. Das heißt, ihr steckt es in eure Pipeline rein und es macht, sollte in den meisten Fällen das tun, was ihr wollt. Und ich wollte es einfach auch schlank haben, weil die Erfahrung zeigt, sobald man sagt, ich brauche dafür diese und jene Bibliothek, hat man viel Spaß beim Installieren. Und ich sehe es eher auch als einen Baukasten, wo man verschiedene Sachen ausprobieren kann. Ich werde nachher ein paar Beispiele geben, was ich damit gemacht habe, wo ihr wahrscheinlich nicht im ersten Moment daran denkt, dass man das mit so einer Audio-Chain umsetzen kann. Und deswegen soll es auch eine Plattform für neue Verfahren und eben auch Experimente sein. Das Ganze läuft bei euch auf dem Rechner. Das heißt, ihr müsst nicht im Netz sein, müsst nicht irgendwo die Daten hinschicken. Und wie gesagt, wenn ihr das irgendwo in andere Projekte aufnehmen wollt, bitte, ich freue mich darüber. Man kann es halt entweder eine Kommandozeile nutzen oder mit dieser wundervollen, nicht polierten grafischen Oberfläche. Die habe ich mit FLTK gemacht, einfach aus dem Grund, dass es wahnsinnig schlank und ich kann gleich auf alle Plattformen gleichzeitig entwickeln. Ich werde jetzt im Folgenden ein bisschen die Oberfläche beschreiben. So, wenn ihr das benutzen wollt, was könnt ihr dort reinstecken, wie geht ihr damit um? Und als allererstes müsst ihr euch für den Modus entscheiden.
Wollt ihr eine Stereoproduktion machen, eine Monoproduktion? Oder wollt ihr, wenn 5 Kanäle reingehen oder 10, dass auch wieder 10 Kanäle rauskommen, weil ihr womöglich irgendwie anders damit arbeiten wollt? Das ist die erste Entscheidung. Speziell, wenn ihr Stereo verwendet, braucht ihr noch zusätzliche Informationen. Denn wenn ihr sagt, ihr wollt Stereo machen und ihr steckt verschiedene Sprecher rein, dann macht dieses System für euch daraus Stereo. Der nächste Teil, das sind die Segmente. In den Segmenten trägt man zum Beispiel die Intro ein, dann das eigentliche Gespräch und hinten die Outro. Und am Ende muss man auch sagen, welche Dateien sollen erzeugt werden oder welche Medien. In jedem Segment findet ihr dann den mittleren Teil, wo ihr dann sagen könnt, was sind jeweils die Quelldateien und welche Filter wollt ihr drauf loslassen. Und im ganz unteren Bereich findet ihr dann das eigentliche Kommando, jetzt render das Ganze, arbeite und gleichzeitig auch das Ganze als Kommandozeileninterface. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will jetzt nochmal wissen, wie würde ich das automatisieren mit dem Kommandozeilentool, unten steht die entsprechende Kommandozeile. In den Zieldateien könnt ihr angeben, ob ihr jetzt MP3, WAV-File, OGG-Files oder eine Wellenform als PPM, also NetPPM, erzeugen wollt und könnt für MP3 und OGG auch gleich die Metadaten angeben, weil das sonst ein bisschen hässlich ist, das immer noch nachträglich per Hand für alle Formate reinzumachen. Wenn jemand Interesse hat, dass auch Opus unterstützt wird, das ist eigentlich ein paar Zeilen Code. Jetzt dazu im Einzelnen. Der Modus der Produktion ist eben, was wollt ihr für eine Datei erzeugen? Das kann Mono sein, aktuell Intensitätsstereo, Laufzeitstereo oder Mehrkanal. Speziell, wenn man Stereo erzeugt, oder man muss sich einfach die Frage stellen, warum ist eigentlich Stereo interessant für einen Podcast? Weil sehr, sehr viele Podcasts senden ihre Produktion komplett in Mono. Interessanterweise senden sie in Mono, aber es ist eine Stereo-MP3-Datei. Sie würden Platz sparen, wenn Sie es als reines Mono senden. Ich finde aber, es ist ein riesiger Vorteil, wenn man tatsächlich Stereo verwendet. Denn wenn mehrere Personen dort sprechen und man dem Hörer so einen gewissen Hinweis gibt, ja, der eine ist ein bisschen weiter links, der andere ist ein bisschen weiter rechts oder sie spricht in der Mitte, dann gibt das den Hörern immer einen riesigen, also schon mal eine weitere Information, wer das ist und auch mehr Hinweise, wie man das dann auch unterscheiden kann. Teilweise gibt es auch ganz tolle Effekte, dass man das Gefühl hat, man sitzt zwischen den Leuten und es ist noch so intimer in dieser Situation, was Podcasts sowieso sind, dass man also wirklich den Gespräch noch besser lauschen kann und die Situation hat, die sitzen dort um einen herum. Man muss nur darauf aufpassen, dass man die Intensitätsunterschiede nicht übertreibt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als andauernd sozusagen von einer Seite belabert zu werden. Da würde man sich einfach in die Richtung drehen, um diese Situation zu verändern. Wenn aber die Leute den Podcast mit Kopfhörern hören, können sie das nicht. Man kann nicht plötzlich sagen, ich drehe mich nach da, nur weil es dauernd auf der Seite ist. Deswegen muss man diese Intensitätsunterschiede wirklich in Maßen halten. Also plus minus 10% auf den beiden Seiten geht, darüber wird das schon ein bisschen kritisch. Was man sich aber auch immer überlegen muss, ist, viele Leute, oder ich habe keine Zahlen, aber es gibt einige Leute, die halt nur Mono hören können. Wie zum Beispiel, weil sie einen Rechner haben, der nur einen Lautsprecher hat oder ein Mobilgerät, das nur einen Lautsprecher hat. Dann wird das Gerät, oder weil es die Person möchte, das nach Mono zurückmischen. Das ist beim Intensitätsstereo, wo man einfach auf der einen Seite ein bisschen lauter macht, auf der anderen Seite ein bisschen leiser, gar kein Problem. Das lässt sich wunderbar zum Mono zurückmischen. Bei einer anderen Art von Stereo wird das dann schon ein bisschen interessanter. Was man auch beachten muss, ist, dass die Kompressionsraten, dadurch, dass man Stereosignale erzeugt, ein bisschen schlechter werden. Das heißt, wenn man sagt, man will in einer bestimmten Qualität seine MP3 oder OGG-Datei erzeugen, dann wird die ein bisschen größer werden, weil plötzlich ja mehr als nur ein Kanal übertragen wird, sondern zwei unterschiedliche Kanäle. Sagt man hingegen, ich habe eine feste Bitrate, dann wird die Soundqualität eventuell ein bisschen runtergehen. Aber da muss man halt einfach hoch genug in der Bitrate gehen. Also wer sowieso mit 128 Kbit kodiert, der ist schon jenseits von gut und besser. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen wegen Stereo. Was Ospac nur bietet, ist, dass ihr einmal genau dieses Intensitätsstereo macht. Das heißt, ihr habt zwei Kanäle und der erste Gesprächspartner ist so mehr auf der rechten Seite, ist da einfach lauter mit 100%, auf der anderen Seite vielleicht nur mit 80. Dann die zweite Gesprächspartnerin ist in der Mitte, hat auf beiden Seiten je 90% und der dritte Gesprächspartner ist wiederum halt auf der linken Seite und vielleicht dort 100% und dort nur 80. Auf die Art und Weise kann man schon so einen gewissen Stereo-Eindruck vermitteln, der auch nicht zu stark ist, aber den Hörern schon mal hilft. Das ist das herkömmliche Intensitätsstereo, ist sehr einfach.
Eine andere Variante, die man wählen kann, ist das Erzeugen von Stereo durch Laufzeitunterschiede. Das ist eigentlich die natürliche Art, wie man auch Stereo hört. Denn wenn ich jetzt von dort etwas höre, dann ist die Distanz von dem, was er jetzt sagt, zu mir rüber, zu den beiden Ohren, unterschiedlich lang. Und dieser Unterschied bedeutet, das Signal, was ich höre, kommt auf dem Ohr später an als auf diesem Ohr. Also gerade wenn die Person vor einem sitzen und zu einem sprechen oder gerade wenn es um tiefere Frequenzen geht, so 1000 Hertz oder unter 2 Kilohertz, ist dieser Teil, dass die Laufunterschiede größer sind, der größere Teil, der einen Effekt darauf macht, dass man Stereo hört. Für hohe Frequenzen ist es so, dass unser Kopf die hohen Frequenzen ablockt, aber tiefe Frequenzen gehen um den Kopf herum, weil einfach da, ab so Kilohertz, glaube ich, ist es so die Wellenlänge von der Kopfgröße. Deswegen kommen die tiefen Frequenzen da drum herum. Das heißt, will man Stereo erzeugen, hat man eigentlich die beiden Varianten, so als Hauptvarianten, dass man sagt, man macht Intensitätsunterschiede, das wäre bei hohen Frequenzen die richtige Variante, bei tiefen Frequenzen Laufzeitunterschiede. Das sind ein paar Millisekunden und halt eine Distanz von, sag ich mal, 10 Zentimeter vielleicht Unterschied, wenn jemand von dort spricht, 20 Zentimeter, wenn es direkt von der Seite kommt. Das kann man einkodieren und man hat dabei einen entscheidenden Vorteil, dass man plötzlich Stereo hört, ohne dass es auf der rechten und linken Seite unterschiedlich laut sein muss oder gar nicht so stark unterschiedlich laut sein muss. Das heißt, man hat dieses Problem nicht, spielt zum Beispiel jemand nur die rechte Seite ab oder linke Seite ab, dann kommt es immer noch mit der gleichen Qualität rüber, als würde quasi nur eine Seite, als würde es komplett gehört werden. Problem ist aber, wenn man die Laufzeitunterschiede wählt, dass, ich weiß gar nicht, ob ich es hier noch stehen habe, nee, habe ich nicht, dass wenn Mono erzeugt wird, dass die beiden Signale, die zu einem verschiedenen Zeitpunkt kommen, aufeinander gelegt werden und dann gehen hohe Frequenzen halt oft, also ein bisschen verloren. Hat man eine Überlagerung, wo halt gerade bestimmte Frequenzen sich auslöschen können und das hört sich dann ein bisschen wie durch ein, also wenn es extrem gemacht wird, wie durch ein Rohr gesprochen an. Aber ein bisschen ist das auch der Effekt, wenn man zum Beispiel Radio hört und plötzlich von Mono auf Stereo umstellt, dann hört sich plötzlich klarer an. Ja, das liegt daran, dass halt das normal ist, dass man diese Laufzeitunterschiede hat und die auch da einkodiert sind und die eliminieren halt eher hohe Töne. Ich habe es eingebaut, damit Leute das auch probieren können, im Podcast auch damit Stereo zu machen. Da würde ich halt sagen, probiert's aus, macht's moderat und schaut mal, ob das irgendwie einen besseren Stereo-Effekt erzielt. Aber ich sage jetzt nicht, dass das die beste Variante ist, Stereo zu machen, sondern es geht mir darum, einfach dieses Beispiel auch vorzuführen, wie man auch Stereo im Podcast kodieren kann. Ein bisschen weniger mögen es die Kompressionsverfahren, aber ja, das ist die Variante. Die Segmente, die im Ospark betrachtet werden, das ist genau, sind eigentlich die Teile, die durch die gleichen Filter gehen sollen. Ein Segment kann, wie gesagt, das Intro sein. Da will ich natürlich keinen Crossgate drüber laufen lassen, sondern da will ich, dass das Stereo-Signal direkt durchgeht. Vielleicht brauche ich da sozusagen eine Dynamikanpassung. Aber der zweite Segment kann dann zum Beispiel das eigentliche Gespräch sein. Ein drittes Segment könnte eine Tonspur sein, die ich aus dem Internet halt habe, wo ich halt zum Beispiel während des Gesprächs etwas abspiele, was aber durch eine andere Filterchain durch sollte. Dann kann man sagen, das zweite und das dritte Segment ist parallel. Hingegen das dritte Segment soll einfach roh durchgehen, weil es schon Stereo ist. Das zweite Segment, wenn ich Personen habe, sind das ja lauter Monospuren, die ich aufteilen will auf Stereo. Die bekommt dann natürlich auch einen Leveler und eben das Crossgate dort mit hinein. Jeweils kann man dann eingeben, was für ein Segmenttyp das ist. Für Voice ist sozusagen schon voreingestellt, ja, da willst du einen Leveler haben, nachher nochmal den Dynamikumfang maximieren. Und man gibt jeweils an, wie von diesem Segment ins nächste Segment überblendet werden soll. Entweder kann man sagen, das nächste Segment ist parallel oder es gibt ein Überlappen. Das heißt, beide sind gleich laut und werden in diesem Fall 4 Sekunden gleichzeitig gespielt, eben 4 Sekunden übereinander geschoben. Oder man kann sagen, es soll faden, dass sozusagen das in diesen 4 Sekunden das erste Signal linear nach 0 geht und das zweite von 0 nach 100% linear hochgeht innerhalb der 4 Sekunden. Bei 2 Sekunden sind beide dann in der Mitte. Wenn man jetzt in einem Segment ist, kann man angeben, welche Tondateien, welche Kanäle sind da jetzt eigentlich drin. Das können halt zum Beispiel vom Rekorder aufgenommene einzelne Spuren sein.
Hier habe ich sozusagen hier vom Zoom Track 1 und 2 gehabt. Man kann aber auch Stereospuren hineinstecken. Die würden erstmal standardmäßig als zwei eigene Kanäle aufgefasst. Will man aber sozusagen das Mix-Signal von den beiden haben, kann man sagen, Stereo soll nach Mono gemixt werden oder nur das linke oder rechte Signal davon übernehmen. Wenn man zum Beispiel den Fall hat, dass sozusagen alle Personen mit Mono aufgenommen wurden, aber eine Person mit einem Stereo-Mikro aufgenommen wurden, dann solltet ihr das vorher nach Mono heruntermixen. Sonst werdet ihr da in Probleme reinlaufen, weil das System denkt, naja, das sind jetzt zwei Kanäle, womöglich zwei unterschiedliche Sprecher. Das mag das System nicht. Es ist da nicht sehr intelligent. Ihr müsst einfach sagen, wie es abläuft und ablaufen soll. Die verschiedenen Filter, die man dann auswählen kann, sind hier zum Beispiel ja, der Leveler, das Normalisieren des Pegels, Crossgate, Crossfilter, Trim, also vorne und hinten Stille wegschneiden, Stille in der Aufnahme, also lange Pausen herausnehmen oder das Signal komplett rausnehmen, beim Einzelnen. Der Leveler ist dafür da, dass man sozusagen ein Signal wie jetzt oben, das aus verschiedenen lauten Bestandteilen besteht, also hat erst jemand ganz leise gesprochen und dann ist er sehr laut geworden, dass man das auf eine gleichmäßige Lautstärke bringt. Das Verfahren, was ich da verwende, ist einfach, ich berechne die Energie. Das richtet sich jetzt nicht nach diesen Rundfunkstandards, sondern es ist eine Methode, die sehr gut funktioniert. Ich betrachte die Energie in einem bestimmten Zeitraum und versuche, die Energie konstant zu halten, es sei denn, es ist Stille da drin. Das ist ähnlich, wie das auch in diesen anderen Standards ist, betrachtet aber keine Frequenzabhängigkeiten. Also Energie heißt einfach Lautstärke-Energie. Das Normalisieren ist eine globale Anhebung oder Absenkung des Signals. Innerhalb von OSPAC wird alles in Float gerechnet, das heißt, da gibt es kein Übersteuern. Will ich aber nachher es auf 16-Bit rendern, muss ich einmal sagen Normalisieren und das hebt einfach dann den Maximalwert in den vollen 16-Bit-Bereich. Eigentlich so der Standard, den man am Ende nochmal rüberlaufen lässt. Das Crossgate ist, wie gesagt, das eins der Hauptkriterien, warum ich das Ganze überhaupt gestartet hatte. Das ist so der typische Fall. Auf der linken Seite seht ihr ja, das ein Gespräch, wo die erste Person die ganze Zeit redet und was ihr da unten in klein seht, das ist einfach der Hall, der vom zweiten Mikro von der zweiten Person aufgefangen wurde. Irgendwann wirft die zweite Person dort etwas ein und ist danach wieder still. Was das Crossgate nun macht, es nimmt sich bei beiden Kanälen so diese durchschnittliche Lautstärke und versucht zu erkennen, wann ein Kanal aktiv ist. Wenn ein Kanal aktiv ist, also da gibt es so eine Abwägung, bist du bei 100% oder nicht? Und nur wenn jemand bei 100% ist, wird der Kanal komplett aufgemacht. Ist er drunter, aber niemand anderes spricht gerade, ist der Kanal offen. Wenn beide auf sind, wenn beide aufgemacht, wenn aber der eine ein bisschen leiser ist, dann wird er auch ein bisschen runtergeregelt. Das ist nicht ganz optimal, sieht man auch hier. An der Stelle, wo die zweite Person etwas hineinwirft, wird der erste ein bisschen runtergeregelt. Bitte sprecht nicht gleichzeitig. Aber das ist ein extremer Fall. In vielen Fällen funktioniert es einfach trotzdem, weil wenn beide als normal sprechend erkannt werden, bleiben auch beide Kanäle offen. Das Problem, was sich nun herausgestellt hat, das löst noch nicht alle Aufnahmesituationen. Es gibt einfach Situationen, die sind noch schlimmer. Es ist noch mehr Hall da drin. Manchmal sogar der Hall so schlimm, dass der Hall durch zweite Mikro lauter ist, als wie die zweite Person spricht. Also ich habe solche Aufnahmen gesehen und solche Aufnahmen sind auch bei uns im Podcast drin. Man hört es nur nicht. Warum? Weil ja, ich mir noch ein anderes Verfahren überlegt habe, was ein bisschen weiter in die Daten reingeht. Und zwar typischerweise, wenn zwei Personen miteinander reden und Podcasts aufnehmen, sitzen sie in einem bestimmten Abstand, den sie so ungefähr einhalten. Das heißt, ich kann die Aufnahme nehmen und einfach mal analysieren, nach welchem Abstand kommt euch das Signal auf der anderen Seite an. Und umgekehrt, das ist nicht der gleiche Abstand. Weil bei der einen Person ist das Mikro vielleicht so gedreht, dass es in die Richtung direkt guckt. Beim anderen geht es vielleicht in die andere Richtung und muss erst oben über die Wand gehen. Aber dann habe ich so einen dominanten Anteil, wann ich so erwarten kann, wenn es Übersprechen gibt, wann das ankommt. Leider bleiben die Leute nicht so still sitzen, sondern bewegen sich mal vor und zurück. Das heißt, es hilft mir nicht, sozusagen diesen optimalen Abstand zu wissen, sondern ich muss immer in diesem Bereich ein bisschen suchen. Erkenne ich, dass das Signal, was ich auf dem anderen Mikro höre, so zum Hauptteil ein Übersprechen ist? Wenn ja, mach den Kanal dicht. Und das seht ihr auf der rechten Seite. Unten ist das Signal komplett weg, was Übersprechen war, als der zweite Kanal ein eigenes Signal bringt. Dass also nicht mehr das Übersprechen dominant ist in dem Signal, sondern da ist noch was dazugekommen, geht der zweite Kanal auf, aber der erste wird nicht zugemacht, weil der erste kein Übersprechen vom zweiten Kanal hatte.
Da muss ich jetzt aber sagen, das erste Verfahren, das Crossgate, der ist robust. Den könnt ihr fast immer laufen lassen. Es sei denn, ihr habt den Fall, dass ihr wirklich andauernd bei euch reinredet und vielleicht sogar jemand, wenn reingeredet wird, einfach leise wird und trotzdem will man es noch drin haben, dann wird es schwierig mit dem Crossgate. Habt ihr aber ganz schlimme Fälle, probiert den aus. Der ist aber experimentell. Gibt Fälle, wo er nicht so gut funktioniert. Aber es geht ja auch darum, auch Sachen auszuprobieren. Ein anderes Beispiel ist das Herausschneiden von langen Pausen. Also wie gesagt, ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ich will jetzt nicht Stereo mit OSPAC erzeugen, sondern einfach nur zum Beispiel diesen Filter benutzen, um Pausen herauszuschneiden. Wunderbar, ihr könnt eure Originaldateien reinstecken und bekommt nachher die gleichen Dateien raus, nur mit weniger Pausen. Das ist gedacht, dass man wirklich, wenn man ein Gespräch hat, wo plötzlich eine riesige Pause entsteht. Und das also meistens, also ich persönlich finde, Pausen sind sowas wie das Whitespace in Dokumenten. Man braucht es einfach, um halt ein Bild als Ganzes zu sehen, um zu sehen, was ist wichtig. Wenn jemand eine Pause macht, wird das danach wichtig. Nur die Pausen brauchen nicht beliebig lang sein. Und wenn eine Pause schon mal mindestens eine halbe Sekunde lang ist, dann kann man sagen, okay, davon kann man, wenn es dann nachher 5 Sekunden sind, ein bisschen was abschneiden. Das ändert nichts im Gespräch. Es wird aber flüssiger. Das wollte ich mal ausprobieren. Und habe erstmal so einen sehr, sehr zurückhaltenden Pausenkiller eingebaut. Wie man hier sieht, das waren 30-Sekunden-Signale. Und wenn man diesen Pausenkiller dort macht, der macht daraus halt 28 Sekunden. Hat einfach so sehr lange Stücke, einfach wo längere Pausen waren, ein bisschen zurückgezogen, dass es wirklich sehr moderat ist. Ich dachte mir, das ist eigentlich so ein bisschen so ein ja, interessanter Filter, den man mal probieren kann, bis mich eine gewisse bekanntere Person darauf angesprochen hat, dass er ein Problem hat. Und zwar hat Tim Pritlove erzählt, also erstmal, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat, viele Podcasts fangen inzwischen an, solche Video-Previews von ihrem Podcast auf Twitter online zu stellen. Ich glaube, das gibt es auch auf Facebook. Und dort kann man schon mal so einen 30-Sekunden-Ausschnitt hören. Wer spricht da? Was ist das für eine Person? Und da sucht einfach der Podcast etwas aus, welcher Bereich ist es besonders interessant und liefert diesen Audioschnipsel als Video nach Twitter rein. Das Problem ist bei der ganzen Sache, also erstmal, das ist super angekommen, wir waren alle begeistert aus dem Forschergeist, wie das dort dargestellt wurde. Das Problem war es einfach, dass Twitter sagt, ihr müsst dort ganz, ganz harte Kriterien erfüllen. Und die harten Kriterien bedeuten, es dürfen nicht mehr als 30 Sekunden sein. Gut, jetzt will man vielleicht gerade was reinbringen, was 33 Sekunden lang ist und nicht unbedingt genau 30 Sekunden, weil dann würde man ihn abschneiden. Wie kriegt man das nun da rein? Na gut, da war einfach die Frage von Tim, ja dieser Pausenkiller dort, kann man den nicht irgendwie dazu benutzen, um ja, das so eine Zielgröße zu machen? Ja, kann man. Und das möchte ich euch kurz mal vorspielen. Das hier ist theoretisch. Hallo und willkommen zu unserem 4. Teil im Cooking Mac. Also, das ist einfach ein kurzes Stück. Das war jetzt die Originalgeschwindigkeit. Und man kann jetzt in OSPAC eingeben, dass man das einfach kürzen kann. Jetzt seht ihr hier, das ist 90% auf 90% gekürzt. Hallo und willkommen zu unserem 4. Teil im Cooking Math Special. Also eigentlich solltet ihr da jetzt nichts gehört haben davon, dass es gekürzt wurde. Der Unterschied zu den anderen Beschleunigungsverfahren ist, dass hier nichts gekürzt wird an den Stellen, wo jemand spricht, sondern nur in den Pausen. Und dadurch bleibt die Qualität perfekt. 80%. Hallo und willkommen zu unserem 4. Teil im Cooking Math Special. Ich habe immer feste Länge jetzt gelassen. Ihr solltet jetzt noch nichts gehört haben. Ihr seht aber schon, das Signal ist deutlich zusammengeschoben. Die längeren Pausen werden halt ja im gleichen Maße gekürzt wie die kürzeren Pausen, aber nur in der Stille wird gekürzt. Gehen wir mal zu 70%. Und das ist so der Moment, wo man sieht, so jetzt ist da eigentlich keine Pause mehr da, die man noch kürzen kann. Hallo und willkommen zu unserem 4. Teil im Cooking Math Special im Modellensatz. Jetzt merkt man schon, das ist schon ein bisschen härter geworden. Viel weiter als 70% würde ich in diesem Fall nicht gehen, aber es hängt immer von eurem Gesprächspartner oder von eurer Gesprächspartnerin ab, wie viele Pausen dort gemacht wurden und wie lang sie sind. Natürlich wollt ihr bestimmt hören, wie sich das auch noch kürzer anhört. Hallo und willkommen zu unserem 4. Teil im Cooking Math Special im Modellensatz-Podcast. Ja, da wird schon ein bisschen heftig und das ist der letzte. Hallo und willkommen zu unserem 4. Teil im Cooking Math Special im Modellensatz im Cooking Math Project. Ja, jetzt werden natürlich auch Sachen rausgekürzt, wo ich einfach leiser gesprochen habe. Weil er sucht nach Pausen und wenn er mehr kürzen muss, als Pausen da sind,
sucht sich das System leise Stellen aus, weil, ach, das wird schon nicht wichtig gewesen sein. Gut. Also so weit könnt ihr es nicht treiben, aber wenn ihr 33 Sekunden habt und wollt ihr auf 30 bringen, 90, auf 90%, gar keine Frage, auf 80, 70, hängt davon ab, wie das Gespräch vorher ist. Gut, dann kommt noch diese schöne Frage, warum in aller Welt will ich einen Filter haben, der mir die Sprache rausschmeißt? Ja, die Antwort ist, einfach um Vergleiche machen zu können. Wie gut ist meine Aufnahmesituation? Denn wenn ich die Sprache rausschmeiße, also genau das Gegenteil mache, dann kann ich mir den Noise Floor anhören. Und nicht nur den Noise Floor in dem Sinne, wo überhaupt nicht gesprochen wird, sondern auch mit allen Nebengeräuschen. Das heißt, da brummt was, Atmen kommt zu stark drauf. Ist natürlich immer eine Frage, wo man schneidet. Aber was sich herausgestellt hat, das ist eigentlich ein ganz interessantes Tool, um einfach zu sagen, ich nehme die Aufnahme, nehme alles sozusagen an Sprache raus und vergleiche das ursprüngliche Signal, wie laut war das und wie laut ist sozusagen das Rauschen, das unten dran ist. Dann bekomme ich nämlich eine Information darüber, was mein effektiver Dynamikumfang ist in meiner Aufnahmesituation. Also dort, wo ich dort aufgenommen habe, mit den Mikros, mit den Geräten, mit den Umgebungsgeräuschen, mit damit, wie die Leute mit den Mikros umgehen. Dafür werde ich euch nachher noch ein großes Beispiel geben. So, Targets erzeugen ist jetzt einfach wieder noch Standard. Man kann angeben, ich will gerne eine MP3-Datei haben, eine Ogg-Datei oder ich will eine Wellenform erzeugen. Also alle Wellenformen, die ihr hier seht, sind direkt mit OSPAC erzeugt. Wer zum Beispiel auch mal Interesse hat, das zu benutzen, um nachher so ein Video daraus zu drehen, das ist gerade noch nicht veröffentlicht, aber dass man halt so eine Wellenform sieht, dass man so einen Film erzeugen kann, wie bei den Twitter-Previews, das wird in Kürze wohl auch drin sein. Ich muss euch aber nur sagen, ich habe jetzt diese verschiedenen Bibliotheken nicht in OSPAC reinkompiliert, sondern es sucht nach LAME, es sucht nach OggEng in eurem Pfad. Seht zu, dass es so drin ist, dass es findet. Also unter Mac kann ich euch sagen, wie es klappt, unter Linux, unter Windows, vielleicht kennt sich da jemand aus, wie man da etwas in den Pfad steckt oder wie man es sonst machen könnte. Aber wie gesagt, es ist Open Source. Wenn ihr da bessere Ideen habt, sagt Bescheid. Ich habe schon in den sehr guten Vorschlag bekommen, einfach als Backend nicht auf LAME und Ogg zu gehen, sondern gleich FFmpeg zu nehmen. Vielleicht geht es auch darüber, dann hat man die ganzen Probleme nicht mehr. Und man könnte auch Chaptermarks einführen. Ja, dass man Metadaten noch angeben kann, ist eigentlich Standard. Es ist nervig, wenn man das getrennt für MP3 und Ogg machen will. Wie gesagt, Opus, wenn Interesse besteht, das einzubauen, ist keine große Sache. Wenn ihr das nun starten wollt, seht ihr unten auch immer, also im Command-Line-Tool, in der GUI, natürlich auch unten immer komplett aufgeschrieben, wie sähe der Aufruf aus, wenn ihr das in der Kommandozeile machen würdet. Der ruft dann nicht die Kommandozeile auf, sondern intern speichert er sich das nur ab und danach habe ich den gleichen Source für das Rendern, ob es eine Command-Zeile ist oder die GUI. Dann startet ihr das und dann rennt das alles durch. Das kann mitunter lange dauern. Ach ja, wenn ihr 4 Stunden aufnehmt mit 4 Kanälen, dann gebt dem Rechner ein bisschen Speicher. Die Waves speichere ich einfach als Floats als Array von Floats. Das heißt, ich brauche doppelt so viel Platz als normale 16-Bit, weil ein Float hat 32-Bit. Dann gibt es viele Kopien von den Sachen drin. Das heißt, wenn ihr vorher 2 GB an Daten habt, dann braucht ihr zum Rendern garantiert 8 GB. Seht zu, dass ihr Swap Space habt. Oder motiviert mich, dass ich es mal einbaue, dass er auch mal Sachen, die er nicht braucht, mal kurz auslagert. Was ich euch gezeigt habe, war jetzt das grafische User Interface. Und in der Kommandozeile gibt es viel mehr Funktionen als im grafischen Interface. Also zum Beispiel dieses Kürzen auf bestimmte Längen habe ich noch nicht in die GUI exportiert. Es gibt auch viel mehr Optionen, die ihr eingeben könnt. Alles, was so ein bisschen länger drin ist, das wandert auch in die GUI. Aber wenn ihr richtig reingehen wollt und zum Beispiel verschiedene Einstellungen, welche Lautstärken will ich drin haben oder welche Bereiche will ich zur Lautstärkebestimmung haben, das seht ihr im Source. Ist alles dokumentiert, Source-Dokumentation und ansonsten schreibt eine Nachricht, wenn ihr da Fragen dazu habt. Anwendung. Ich bekam mal die Frage, also erstmal, ich hoffe, ihr habt von LIGO gehört, von der Gravitationswellenastronomie. Im Grunde genommen sind die beiden Observatorien in Hartford und Livingston nichts anderes als riesige Mikrofone. Mikrofone, die, ich weiß nicht mehr,
4000 Kilometer, glaube ich, entfernt voneinander sind, an der Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten und jeweils 4 Kilometer lange Membrane haben. Nee, die haben keine Membrane, sondern es sind Laser. Laser, durch die Spiegelsysteme, die werden noch wichtig, die Spiegel, hin und zurück gelenkt werden. Und sollte nun eine Gravitationswelle durch diese Laser hindurchgehen, die so in einem rechten Winkel aufgestellt sind, das heißt, die werden unterschiedlich beeinflusst, das heißt, ich kann einen Unterschied zwischen den beiden Phasen dann messen, wenn eine Gravitationswelle durchgeht, weil der Raum gedehnt wird. Und diese Veränderung ist, kann man interpretieren als ein Tonsignal, da diese Systeme besonders sensibel sind im Bereich von 30 bis 8000 Hertz. Das heißt, das ist etwas, das sie hören können. Und das ist der Grund, warum wir einfach deren Daten nehmen können und die in OSPAC reinwerfen können. Denn ein guter Freund hat mich gefragt, so, ich habe da ganz viele Signale gehört. Ich finde das super spannend. Mich interessiere mich für Astronomie, habe auch ein Buch darüber geschrieben. Nur sagt mir niemand, wieso werden da immer verschiedene Signale abgespielt? Wenn da zwei schwarze Löcher zusammengeknallt sind, das wurde ja aufgenommen angeblich, mit zwei Observatorien und ich höre mir das in Stereo an, dann gibt es doch nur ein Signal. Warum werden da immer verschiedene Signale abgespielt? Habe ich gesagt, so, keine Ahnung. Hört sich aber interessant an. Und ich glaube, ich gucke mir das mal näher an. Ich schicke das mal in die Audio-Pipeline rein. Die Rohdaten sind nämlich glücklicherweise zugänglich. Das sind einfach Textdateien. Also zum Beispiel, man kann die auch in HDR5 herunterladen, aber es gibt die auch als Textdateien, wo nichts anderes als lauter Flow-Zahlen hintereinander drinstehen. Die kann man runterladen. Und als, ich habe einen kleinen Importfilter gemacht, der einfach ASCII-Dateien anstatt WAVE-Dateien einlädt, das direkt mal reinspielen und man erhält dann sowas. Das sind jetzt 32 Sekunden rohe Daten vom LIGO-Experiment. Die wir jetzt hören. Etwa in der Hälfte des Signals hört ihr sie. Wie zwei unfassbar große schwarze Löcher zusammenknallen. Was ihr hört, ist nur ein Wupp. Weil, ihr könnt euch das vorstellen, wie so zwei Magnete, die, also Kugelmagnete, die zusammenlaufen, es immer schneller zusammenkommt. Und wenn sie so schnell zusammenkommen, entstehen halt diese wahnsinnigen Massen, die da kommen, einfach an so eine Rotation, die laufen zusammen. Und diese Wellen breiten sich aus mit immer höherer Frequenz. Habt ihr es gehört? Nee. Mein Freund, ich soll doch sagen, er ist blind. Deswegen interessiert er sich besonders natürlich für diese Audiosignale und halt auch für die Astronomie. Hat auch gesagt, er hat nichts gehört. Warum? Wo sollen da die schwarzen Löcher zusammengeknallt sein? Der Grund ist, dieses Audiosignal ist recht speziell. Ich habe mir das mal angeguckt und das ist jetzt sozusagen das Frequenzbild. Übrigens, das ist exakt das gleiche, was auch die Forscher dort machen. Die schauen sich immer sozusagen dieses Rauschen an und man sieht dort einen wahnsinnig großen Berg an Rauschen im Bereich bis, sage ich mal, ja, also auf jeden Fall bis 40 Hertz. Eigentlich so bei 60 Hertz ist auch nochmal ein riesiger Peak. Was in aller Welt ist denn das? Also, und überhaupt, wenn ihr euch solche Wellenformen anguckt, das sind 30 Sekunden, normalerweise müsste es voll sein. Warum sehe ich denn da Wellenformen? Na, der Grund ist, genau das, was ihr gerade gesehen habt, da sind unwahrscheinlich starke Störsignale im niederfrequenten Bereich drin. Weit jenseits von dem, was wir hier hören können. Leider haben wir jetzt gerade hier keinen Subwoofer. Eben gerade hätte nämlich die Erde beben sollen. Da wir hier volle Kanne Signale um 10, 20 Hertz gespielt haben, das ist eine Luftvibration. Und das ist so laut. 7 dB bis 90 dB da unten. Also sollte da irgendein Signal sein, da vorne in diesem niederfrequenten Signal hört man nichts, weil da nur Störung ist. Interessant sind diese Peaks hier. Da ist einer bei 30 Hertz, dann ist einer bei 60 Hertz, 120, 180 Hertz. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ja? Stromnetz. Steht in den USA. 60 Hertz, Netzbrummen. Also selbst die Forscher, die Physiker mit den hochgenauen Geräten plagen sich damit rum, mit Brummschleifen. Kriegen sie da nicht raus, weil das so wahnsinnig genau aufnimmt. Also die messen sogar, wenn Flugzeuge über die Geräte fliegen. In dem ganzen unteren Bereich, Seismik, da bewegt sich die Erde und alles mögliche andere. Und man sieht da ungefähr ab 300 Hertz plötzlich einen riesigen Peak. Das sind die Spiegel. Die Spiegel, die andauernd versuchen, wieder auszugleichen, dass die Laser wirklich
ja, immer in ihrer Bahn bleiben und die fangen ab 300 Hertz an zu rauschen und zu stören. Aber zwischen 80 bis 300 Hertz ist ein Tal der Stille. Wenn also wir irgendwas hören, dann sollten wir uns das mal genauer angucken. Und das kann man mit OSPAC tun. Es gibt da einen Bandpassfilter, der beliebig genau ist. Also ich mache da eine Faltung. Das heißt, man kann angeben, wie steil soll der Filter sein. Und hier habe ich angegeben, ich hätte gerne einen Bandpassfilter zwischen 80 und 300 Hertz. Also eigentlich ist das da drin, um zu sagen, ich will zum Beispiel Frequenzen unter 50 Hertz nicht in der Aufnahme haben. Was normalerweise sehr gut ist, weil da ist nur Rumpeln drin. Aber in dem Fall hier macht das einen riesigen Unterschied. Und den können wir uns auch mal anhören. Schon mal ein ganz anderes Geräusch. Und nach 16 Sekunden solltet ihr etwas hören, was man hier auch sieht. Das war's. Ist noch nicht sehr deutlich. Was hier zum Beispiel viel gemacht wurde, ist, dass sie gesagt haben, okay, ich matche meine Simulation. Also ich erwarte ja, wie hört sich das an, wenn ich zufälligerweise zwei schwarze Löcher hören würde über dieses System. Ich matche eine Simulation darauf an und kann dann ein idealeres Signal rauskriegen. Dann hört es sich noch besser an oder man macht noch andere Filter dort mit hinein. Das ist jetzt natürlich schon mal ein bisschen schwerer zu hören. Aber jetzt können wir natürlich auch wieder ein anderes Feature von OSPAC benutzen und zwar sagen, ich hätte gern alle Stille rausgefiltert. Und man sagt halt, Stille ist ziemlich laut. Dann bekomme ich zum Beispiel noch ein anderes Signal, was noch deutlicher macht, wo die Schweine. Jetzt habe ich genau reingeredet, den Moment. Da waren die schwarzen Löcher. Sehr laut. Nee, dass man also einfach nochmal rausfiltern kann, wo ist das eigentliche Signal. Ist eigentlich eine ganz interessante Spielerei. Also mein Freund war da begeistert, hat dann ganz lange hingehört und man sieht sogar, dass auf der einen Seite das Signal ein bisschen früher ankommt als auf der anderen. Das heißt, das Signal kam nicht direkt von oben, sondern leicht schräg. Es ist auch, das untere ist phasenverdreht. Man kann die sogar, wenn man das ein bisschen korrigiert, die paar Millisekunden, die es unterschiedlich ankam, aufeinanderlegen. Man muss es nur phasenverdrehen. Es ist wirklich das gleiche Signal. Und wenn sozusagen überhaupt Signale erkannt werden, wird einfach verlangt, es müssen beide Observatorien getrennt voneinander dies detektieren. Ansonsten nimmt man an, dass es irgendeine Störung oder etwas anderes ist. Rauschen rausrechnen ist unwahrscheinlich schwer, geht eigentlich gar nicht. Aber man kann versuchen, sozusagen möglichst viel davon zu erkennen. Und zum Beispiel dieses, was jetzt auch noch hier gerade zu hören war, ist auch noch ein Netzbrumm. Also ich habe da eine Frequenz vom Netzbrumm drin, das ist dieser dominante Signal. Da könnte man auch einen sehr scharfen Filter nochmal reinsetzen. Und wie gesagt, was immer auch funktioniert, ist, dass man sagt, ich möchte, ich mache so ein Matching. Ich erwarte, was ich höre und dann kann ich natürlich noch besseres Signal rauskriegen. Aber das ist dann nicht mehr das vollkommene Original. Die sind hier wirklich hergegangen, ich erwarte nichts vom Signal. Und die waren schockiert, als sie das plötzlich gehört haben. Also ihr braucht nur in die Podcasts von Tim oder von Holgi, die zu dem Thema rein. Hören, also Raumzeit oder Resonator, da wird das in aller Länge beschrieben, wie sie auch begeistert waren und es zuerst noch nicht geglaubt haben, was sie da gehört haben, weil einfach es war viel zu gut. Gut, eine andere Sache ist, das ist jetzt etwas speziell, das wird jetzt Leute nicht so sehr interessieren, es sei denn, sie sind jetzt auch in dem Podcasting-Business. Ich habe euch erzählt, wenn ihr Podcast machen wollt, reicht ein Mobilgerät aus oder halt man nimmt mit dem Telefon auch selbst Toxilla. Alexa hat am Anfang einfach ins Handy reingesprochen und damit aufgenommen. Das funktioniert. Wenn ihr aber hingegen ein bisschen professionelleres Equipment haben wollt, dann könnt ihr sowas benutzen. Das hier ist das Biodynamic DT297. Das ist quasi so der Goldstandard für die Aufnahme. Und die Frage ist jetzt, wie gut ist das eigentlich? Und da hat Ralf Stockmann im Sendegate einen Thread gestartet, wo er alle möglichen Headsets mal ausprobiert hat und gegenübergestellt hat. Und da hat sich herausgestellt, dass es sehr, sehr interessante Alternativen gibt. Ja, das Zoom H6 ist kein Headset, er hat es einfach mit dazu genommen. Da ist auch das iPhone 6S mit dabei. Er hat einfach erstmal diese verschiedenen Beispiele, die Tonbeispiele hineingestellt, die man sich anhören konnte. Und da ist schon mal sehr interessant, was rauskommt. Aber ich habe jetzt einfach mal OSPAC darüber geschickt und gefragt, so, was ist denn jetzt eigentlich der Dynamikumfang? Und wie hört sich dieses, sozusagen die Stille dort mal an? Das ist Ralf Stockmann, wie er ins Headset reinatmet. Also in diesem Noise Floor ist auch das Atmen drin. Aber das ist ja auch eine Eigenheit von diesem Mikrofon, wie stark dieses Vader mit hineinkommt.
Im tatsächlichen Signal sieht man nachher, oder auch bei dieser Auswertung sieht man, dass das Atmen jetzt sich nicht stark auswirkt. Man misst tatsächlich den Noise Floor. Man sieht, man kann Dynamikumfang theoretisch erreichen von, also schon praktisch, von etwa ja, 11,8, 12 Bit. Die meisten der Mikros dort erreichen diesen Bereich. Interessant ist dieses Superlux HMC 6060. Da ist jetzt nicht in diesem, also da muss ich ein bisschen erklären, das hat auf jeden Fall in der Aufnahme auch einen ganz, ganz besonderen Klang. Hört sich an wie das Beidynamik. Man muss ein bisschen nochmal Filter rüber machen, aber man muss darauf achten, wie man es betreibt, mit welcher Versorgungsspannung. Ich werde gleich nochmal das genauer zeigen. Es ist auf jeden Fall viel, viel billiger und deswegen super spannend. Das ist auch ganz normal. Das gibt es auch als USB, man sollte aber dort die, dann bringt es einem nicht, dass man das so symmetrisch übertragen wird. Ganz genau, man kommt dann halt hier mit so einem symmetrischen Kabel nachher an. Ist auch ein Headset. Hier zum Beispiel ein Noise Floor vom Zoom H6, das ist das XY. Und wenn man jetzt einfach sich mal nur blind die Zahlen anguckt, welches Mikro hat einen tollen Dynamikumfang, dann stellt man fest, so Apple Earpods, ich komme. Also, dieser Dynamikumfang ist nicht alles, weil wenn nur bestimmte Frequenzen durchkommen, bringt mir das nicht viel, dass ich da einen Dynamikumfang habe. Es ist aber einfach nochmal ein Entscheidungsmerkmal mehr, mit dem man das ein bisschen analysieren kann. Und man sieht hier, das Superlux HMC 660 hört sich vielleicht wahnsinnig toll an, ist aber im Dynamikumfang ein bisschen schlechter. Jetzt könnt ihr aber sagen, Moment mal, ich habe da eben gerade dieses Rauschen gehört. Erst war es toll und dann war dieses riesige Störsignal da drauf. Ja, das war ein Beispiel von ihm, wie er einmal mit 24 Volt Speisespannung aufgenommen hat und dann 48 Volt. Dieses HMC 660 hat die Eigenschaft, dass es mit 48 Volt nicht funktioniert. Es hört sich grauslich an und auch dieser Noise Floor wird auf einen Schlag ganz, ganz übel. Ich habe das da mal ausprobiert. Wie sieht's denn aus, wenn ich nur die Aufnahme mit den 24 Volt nehme? Wie ist da der Dynamikumfang? Er wurde nicht besser. Denn es ändert sich nur, welche Frequenzen da drin vorkommen im Rauschen. Das ist ganz interessant. Also dieses der Noise Floor bei dem HMC 660 ist, wenn man ihn mit 24 Volt betreibt, unwahrscheinlich niederfrequent. Wenn man also diesen Rat folgt, den auch ja Ralf dort im Sendegate geschrieben hat, macht einen Tiefpassfilter, macht einen Hochpassfilter rein, dass ihr so Rumpeln unten rausnehmt, das ist sogar doppelt gut, weil ihr dann auch das Rauschen wegkriegt, was sozusagen von in diesem Gerät selbst drin ist. Wenn man es dann aber mit der höheren Spannung betreibt, dann ändert sich der Noise Floor nicht in der Lautstärke, nur es sind einfach Frequenzen, die wir viel besser hören. Das da vorne ist unwahrscheinlich niederfrequent, aber es ist ein starkes Störsignal. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich war ehrlich gesagt, ich dachte, es wird besser werden, wenn ich mir ein reines Signal nehme, wurde es aber dann nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr euch überlegt, ins Podcasting einzusteigen mit Profi-Equipment und ihr wollt 39 Euro anstatt 310 Euro für diese hier ausgeben, dann ist das HMC 660 eine tolle Alternative. Was ihr beachten müsst und welches Audio-Adapter ihr dafür braucht, findet ihr im Sendegate. Genau. Das ist alles, was ich euch jetzt mal erzählen wollte. Eigentlich habe ich ja auch nicht nur das Projekt wegen unseren Studierenden gemacht, sondern auch, weil ich die Gelegenheit haben wollte, auf der Güllersch-Programmiernacht auch was zu programmieren. Sprecht mich an, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr weiterentwickeln wollt oder bestimmte Funktionen haben wollt. Natürlich ja, könnt ihr auch gucken, ob ihr nicht auch tolle Gesprächspartner habt, weil ich bin nicht nur hier, um ja, Podcasts, Software zu entwickeln, sondern ich werde auch einige Podcasts aufnehmen, so wie es auch einige andere Podcasts hier gibt, die auch hier auf der GPN aufnehmen werden. Ansonsten, falls ihr mal Interesse an Mathematik habt, hört den Modellansatz rein. Ansonsten freue ich mich riesig, dass ihr euch für OSPAC interessiert habt und ich hoffe, euch hat der Talk gefallen. Ja. Tatsächlich mache ich das, aber nicht aus dem Grund, dass ich nicht glaube, dass die Aufnahme gut geworden ist. Also bei den Aufnahmen, die ich mache, weiß ich, also ich weiß, worauf ich achten muss bei der Aufnahme, dass da kein Problem nachher gibt. Nur machen wir recht ausführliche Shownotes.
Also ich finde es persönlich eine Unsitte, wenn Shownotes eine Auflistung von Links sind. Wenn auch nur die Uhrzeiten dabei sind, ist das nett, das ist ein gutes Feature, aber es ist kein zusammenhängender Text. Wir sprechen eine Sprache, deswegen finde ich, sollten Shownotes auch ganze Sätze sein. Dazu bietet es gerade auch für einen Wissenschaftspodcast diesen riesen Vorteil, dass man halt auch nochmal die Hintergrundinformationen liefern kann, die im Gespräch vielleicht nicht so genau gebracht wurden oder wo vielleicht das Gespräch so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, dass man es falsch verstehen kann. Das setzen wir dann in den Shownotes richtig. Und das heißt, ich höre mir das an, natürlich auch in höherer Geschwindigkeit und tippe währenddessen die Shownotes, setze die ganzen Links mit hinein. Und letztendlich hilft es auch nicht, wenn man einfach nur Wikipedia-Links reinmacht, in meiner Meinung, weil dann steht vielleicht da die Bezeichnung des Wikipedia-Artikels drin, aber eigentlich meine ich womöglich etwas anderes darunter. Also wenn ich zum Beispiel einfach nur Graphen schreibe oder Graphen oder Graphen, ja, das kann 20 und 100 Dinge bedeuten. Das muss halt einfach durch den Satz dazwischen erklärt werden, was es eigentlich ist. Und das mache ich einfach. Und deswegen ist in meinem Vorgehen immer so, dass ich es mir grundsätzlich anhöre, währenddessen tippe, aber natürlich in höherer Geschwindigkeit. Welche Verzögerung hast du beim Stereo-Audio? Das, was man in Ostpark eingibt, ist Distanz und das rechnet er da um. Du kannst einfach jetzt umrechnen. Also wenn du 44 Kilohertz hast, musst du rechnen 33 Meter pro Sekunde, also 330 durch 44.000. Und dann gibt man halt an, wie viel Zentimeter man Laufzeitunterschied will. Also ich benutze typischerweise 3 bis 8 Zentimeter, 20 Zentimeter wäre das Maximum. Ich habe auch ein paar Audiodateien dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wirklich hier Stereo senden. Und auch wenn die Signale von den verschiedenen Kanälen mit komplett anderen Geräten aufgenommen sind, also dass sie keine Synchronisation zu tun haben. Also muss man nicht auf 2 Audiorekorder zum Beispiel oder so. Das ist ein interessantes Thema. Da kommt man in den Bereich hinein, wenn man zum Beispiel Skype hatte, dass man mit Skype aufgenommen hat. Man will nachträglich Signale wieder synchronisieren. Dann hat zum Beispiel die Partei A aufgenommen, die eigene Sprache auf dem Kanal B. Was habe ich über Skype reinbekommen? Und der zweite halt genau umgekehrt. Und die möchte ich zusammenführen. Dafür muss man halt gucken, dass man das Signal mal beschleunigt, mal verlangsamt, damit die wieder synchron sind. Genau dafür hatte ich eigentlich auch dieses Pausenrausschneiden reingemacht, um das später reinzumachen. Ich muss aber sagen, das brauchst du nicht mehr. Weil es gibt inzwischen eine viel bessere Lösung, der kleine orangene Kasten. Jetzt ist mir der Name entfallen. Studio Link. Viel bessere Qualität als Skype, ist direkt integriert in Ultraschall. Bitte nehmt das, dann braucht ihr das nicht mehr. Aber vielleicht kommt es irgendwann mal im Ostpark rein, dass man auch tatsächlich solche Signale synchronisieren kann. Dafür ist es eigentlich da. Also, denn wenn man halt in den Pausen rauskürzt, das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, wo man etwas beschleunigen oder also hauptsächlich ja, beschleunigen will. Ja? Hast du mal ein bisschen verglichen mit die gleichen Tracks durch Auphonic laufen lassen und durch Ostpark? Ehrlich gesagt habe ich es noch nicht gemacht. Ich habe kein Auphonic. Nein, ehrlich gesagt, ich komme momentan kaum hinterher. Meine Kollegin ist veröffentlicht, also wirklich gerade im Akkord und ich schaffe es gerade mal, die Sachen alle durchzukriegen während des Programmierens. Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Man muss sagen, Auphonic ist auch intelligenter. Es erkennt, ob Sprache oder Musik drin ist. Hier muss man es angeben und hat nochmal deutlich mehr Sachen mit da drin. Natürlich, über kurz oder lang werde ich mir auch mal Gedanken darüber machen, dass man auch mal ein paar Sachen erkennt. Aber im Grunde genommen, ich höre, ob eine Aufnahme nachher gut ist oder nicht. Und ich höre, also Probleme, die ich hier habe, wie zum Beispiel das Übersprechen nicht erkannt wird, passiert einem auch bei Auphonic. Also man kann es in der Freakshow manchmal hören, dass der eine spricht und beim anderen kommt es rein. Aber natürlich ist Auphonic viel älter, ist nicht nur 4 Monate alt, es ist fein getuned bis ins Letzte und ein fantastisches Produkt. Und das hier ist eher für die Leute, die ein bisschen mehr ins Getriebe fassen wollen. Vielleicht kriegen wir auch Sachen rein, die auch dann in Auphonic irgendwann reinfliegen werden. Das wäre fantastisch, das wäre genau im Sinn der Sache. Wenn jemand aber erstmal eine Komplettlösung haben will, wo er nicht sich die Finger schmutzig machen will, dann sollte man das natürlich benutzen. Aber wenn jemand das mal machen kann und feststellt, da sollte man drehen oder hier sollte man drehen, es wäre riesig für beide Projekte. Dass man einfach sieht, so, was kann man machen, was kann man ja ändern. Und im Grunde genommen, ich möchte eigentlich auch noch eine Funktion einbauen, dass man nachher auch automatisiert Tests machen kann, dass halt nicht dadurch, dass sich eine Änderung in der Software plötzlich Sachen nicht mehr funktionieren, die vorher ganz toll geklungen haben. Aber das ist gerade bei Audio ein bisschen spannend, weil was ist noch gut genug? Da muss man halt so ein bisschen fuzzy arbeiten, dass man sagt, okay, das ist noch etwa so, wie es vorher war.
Ja, das kann auch sein, das ist neu. Dann hört man halt rein. Hauptsache, der Test sagt, hallo, hier ist was anders. Dann höre ich rein und sage, wunderbar, gefällt mir besser. Momentan merke ich es dadurch, dass ich, wenn ich die Wellenform ins Git einspeichere von den Testfällen, dass die sich geändert hat, dann weiß ich, da ist im Audiosignal was anders geworden, weil ich irgendwas gemacht habe. Ist aber halt nur eine 1-zu-1-Bit-Kopie, wird da verglichen. Das heißt, es ist nicht irgendwie mal ein bisschen fuzzy, was eigentlich sein sollte. Also grundsätzlich freue ich mich erstmal, wenn die Userbase größer wird und einfach da auch mehr Feedback entsteht und auch Leute mitmachen. Habe schon meine ersten Ergänzungen bekommen. Inzwischen gibt es auch, wonach schon gefragt wurde, eine, wie nennt man das, ZSH und Bash, Tab Completion. Ich habe mal gelesen, wie es funktioniert, habe es dann ganz schnell wieder zugemacht, erschien mir zu kompliziert, aber es gibt eine lange Manpage, also die ist schon drin. Gut. Ihr findet mich bis Samstagnacht hier auf der GPN. Wenn ihr Fragen habt, kommt zu mir, wenn ich nicht gerade aufnehme.